Aussprachen erteile das Wort der Kollegin Sarah Wagenknecht für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, zumindest diejenigen, die im Raum bleiben, Frau Bundeskanzlerin, ich denke, gerade in der aktuellen spannungsgeladenen Weltlage wäre es wichtig, ein einiges und handlungsfähiges Europa zu haben. Und in diesem Sinne hielten wir auch Ihre Bemühungen um eine europäische Lösung der Flüchtlingsproblematik für richtig. Aber wie ich gehört habe, und das ist ja angesichts der breiten Koalition und breiten sozusagen Koalition der Unwilligen auch nicht ganz erstaunlich, haben Sie ja dieses Anliegen selbst aufgegeben. Aber nicht nur in der Flüchtlingskrise, auch in vielen anderen Fragen ist die EU ja inzwischen geradezu zu einem Synonym für Zwietracht, Krise und Verfall geworden. Und dafür trägt auch die deutsche Regierung eine Mitverantwortung. Der europäische Scherbenhaufen, das ist zum einen der Scherbenhaufen neoliberaler Verträge, der Scherbenhaufen einer undemokratischen, konzerngesteuerten Technokratie, aber es ist auch der Scherbenhaufen einer Arroganz, die, wie Herr Kauder das einmal so unnachahmlich formuliert hat, ganz Europa Deutsch sprechen lassen wollte. Also ich glaube, wer ernsthaft gedacht hat, Europa ließe sich von Berlin aus regieren, der darf sich nicht wundern, wenn ihm jetzt selbst der Wind ins Gesicht bläst. Es gab eine Zeit, da hat die große Mehrheit der Europäer mit der europäischen Einigung die Hoffnung auf Wohlstand, auf Frieden und auf soziale Sicherheit verbunden. Aber die heutige EU ist vor allem eine EU der wirtschaftlich Mächtigen und der Reichen. Wer die Schuldenbremse verletzt, der bekommt blaue Briefe aus Brüssel. Aber eine Armutsbremse oder eine Obergrenze für Jugendarbeitslosigkeit, die zum Handeln verpflichten würde, sowas gibt es nicht. Im Gegenteil, wenn eine Regierung wie die portugiesische oder im letzten Jahr die griechische auch nur ein bisschen etwas daran ändern will, dass in ihren Ländern so viele Menschen in Armut leben, dann gibt es eine harsche Intervention aus Brüssel. Aber wenn einige Länder alles daran setzen, Konzerne lukrative Steuersparmodelle anzubieten, die woanders die Steuereinnahmen wegschmelzen lassen, dann werden solche Länder mit politischen Spitzenposten für ihr Personal auf Brüsseler Ebene geadelt. Fast ein Viertel aller EU-Bürger lebt inzwischen in Armut, während seit Beginn der Krise die Zahl der europäischen Milliardäre sich mehr als verdoppelt hat. Und ich muss Sie fragen, da wundern Sie sich, dass sich immer mehr Menschen von so einem Europa abwenden? Dass das Gefühl um sich greift, Sie könnten wählen, wen Sie wollen. In diesem Europa kommt doch immer nur die gleiche neoliberale Politik heraus. Und dass unter solchen Bedingungen nationalistische Parteien immer mehr Zulauf haben, wir finden das erschreckend, aber erstaunlich finden wir das nicht. Und auch die Briten, die gegen die EU sind, das zeigen ja Umfragen, machen sich vor allem Sorgen um die sozialen Folgen von Zuwanderung, um Lohndumping, um Wohnungsmangel. Und deswegen ist es völlig absurd, wenn Herr Cameron jetzt als Voraussetzung für den Verbleib Großbritanniens ausgerechnet weiteren Sozialabbau und Narrenfreiheit für den Finanzplatz London verlangt. Und noch absurder wäre es, solchen Forderungen auch nur nachzugeben. So etwas stabilisiert die EU nicht, sondern es zerlegt sie nur immer noch weiter. Und wenn man inzwischen schon Referenden machen muss, um in der EU etwas zu erreichen, dann frage ich mich schon, warum werden nicht eigentlich alle Menschen in der EU gefragt? Warum fragen Sie die Bevölkerung in Deutschland nicht, was sie von den neoliberalen Verträgen halten? Es spricht einiges dafür, dass auch bei uns immer weniger in einer marktkonformen Demokratie leben möchten, in der Arbeitnehmer gegeneinander ausgespielt werden und die soziale Ungleichheit immer größer wird. Ein demokratiekonformes Europa, das den Sozialstaat nicht abbaut, sondern absichert. Das wäre doch ein Projekt, das die Menschen wieder für die europäische Idee begeistern könnte. Und wenn Sie nicht wollen, dass Europa völlig in Nationalismus zerfällt, dann ändern Sie Ihre Politik und schaffen Sie ein soziales und demokratisches Europa. Das ist doch die einzige Chance, dass dieses Europa überlebt. Sonst gibt es doch keine. Und gerade auch außenpolitisch brauchen wir doch Handlungsfähigkeit. Frau Merkel, Sie seien erschrocken und entsetzt, was an menschlichem Leid durch die Bombenangriffe entstanden ist. Das haben Sie angesichts der russischen Luftangriffe auf Aleppo gesagt. Und ich stimme Ihnen zu, was sich in und um Aleppo abspielt,
Das ist brutal und barbarisch. Die Luftangriffe, die Kämpfe und das Blutvergießen, das muss endlich gestoppt werden, ganz klar und so schnell wie möglich. Aber wir finden es schon erstaunlich. Wir finden es schon erstaunlich, dass Ihr Entsetzen über die Gräuel und die Barbarei von Kriegen sich nur dann Bahn bricht, wenn russische Maschinen ihre Bomben abladen. Glauben Sie wirklich, dass das Sterben unter amerikanischen, britischen oder französischen Bomben mit Unterstützung deutscher Tornados weniger leidvoll ist? Mindestens 1,3 Millionen Menschenleben haben die sogenannten Antiterrorkriege des Westens, die in Wahrheit immer Kriege um Rohstoffe und Absatzmärkte waren. 1,3 Millionen Menschenleben haben diese Kriege allein in den letzten anderthalb Jahrzehnten ausgelöscht, überwiegend Zivilisten. Kriege, an denen Deutschland indirekt oder direkt immer beteiligt war. Kriege, mit denen deutsche Waffenschmieden glänzende Geschäfte gemacht haben. 1,3 Millionen Tote, ungezählte Millionen Verletzte und aus ihrer Heimat Vertriebene. Ich frage Sie, Frau Merkel, wo war da Ihr Entsetzen? Und vor allen Dingen, wo sind die Konsequenzen, die Sie daraus ziehen? Auch wir wissen, dass es in der Außenpolitik unvermeidlich ist, auch mit unangenehmen Regimen zu reden. Aber es gibt doch einen Unterschied zwischen Reden und Hofieren. Sie haben gerade wieder über die Bekämpfung von Fluchtursachen gesprochen. Sie haben über die Gefahren des Terrorismus gesprochen. Und da wählen Sie als Ihren bevorzugten Partner zur Lösung der Flüchtlingskrise ausgerechnet den Terrorpaten Erdogan, der mit seiner blutigen Politik gegen die Kurden im eigenen Land und mit seiner Unterstützung von islamistischen Terrorbanden in Syrien geradezu eine personifizierte Fluchtursache ist. Das ist doch völlig irrational. Und die Verwandlung der Türkei in ein Flüchtlingsgefängnis. Die Verwandlung der Türkei in ein Flüchtlingsgefängnis unter Oberaufseher Erdogan, der Europa grenzenlos erpressen kann, weil er immer den Schlüssel zu diesem Gefängnis in der Tasche behält. Das ist doch keine Lösung, das ist doch eine moralische Bankrotterklärung. Inzwischen bombardiert die Türkei rücksichtslos auch syrische Kurden, die zu den entschlossensten Kämpfern gegen den Islamischen Staat gehören. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, weiß Gott kein Freund der Linken, spricht von der gefährlichsten Weltlage seit Ende des Kalten Krieges und warnt vor der Gefahr eines nuklearen Konflikts. Und Sie üben den deutschen Schulterschluss. Wollen Sie sich allen Ernstes von diesem unberechenbaren Erdogan in einen Krieg mit Russland hereinziehen lassen, nur weil er offenbar der Überzeugung ist, dass Al-Nusra-Front und andere islamistische Terroristen in Syrien Unterstützung brauchen? Das ist doch eine völlig absurde Politik, das kann man doch nicht verantworten. Und nicht viel besser steht es um Ihren zweiten Verbündeten. Nicht viel besser steht es um Ihren zweiten Verbündeten, die saudische Kopfabdiktatur, bei der Herr Steinmeier auf Festivals auftritt und für die Herr Gabriel unverdrossen Waffenexporte genehmigt, obwohl die Saudis Menschenrechte mit Füßen treten, obwohl sie in Jemen einen Krieg angezettelt haben und in Syrien ebenfalls islamistische Verbrecherbanden hochrüsten und finanzieren. Wer in Syrien wirklich einen Waffenstillstand will, der muss doch endlich sämtliche Terrorbanden von Waffen abschneiden. Und Länder, die diese Terroristen unterstützen, die gehören nicht umworben und hofiert, sondern die gehören unter Druck gesetzt. Und das Erste, was wir doch machen müssen, wenn Sie die Flüchtlingszahlen wirklich reduzieren wollen, dann fordern wir Sie auf. Hören Sie endlich auf, weiter Waffen in diese Krisenregion zu liefern. Es gibt in Syrien inzwischen unübersichtlich viele Kriegsparteien. Aber es gibt so gut wie keine einzige, die nicht mit deutschen Waffen kämpft. Selbst der IS tut das inzwischen. Das ist doch eine Schande. Und Sie haben es angesprochen. Sie haben es angesprochen. Natürlich auch die Situation in den Flüchtlingscamps muss dringend verbessert werden. Und wir hoffen sehr, dass die Zusagen, die dort gemacht wurden, auch tatsächlich eingehalten sind. Und noch eine Bitte, Frau Merkel, werben Sie auf dem morgigen EU-Gipfel für eine an europäischen Interessen ausgerichtete Außenpolitik
Und es gehört zu den europäischen Interessen, mit Russland wieder ein gutes Verhältnis zu haben und nicht eine immer weiter eskalierende Konfrontation. Das wären alles realistische Schritte zur Lösung der Probleme. Aber Voraussetzung dafür wäre natürlich, dass diese Regierung überhaupt wieder handlungsfähig wird, statt die Hauptteil ihrer Kraft und ihrer Zeit mit internem Gezänk und internen Wadenbeißereien zu vergeuden. 81% der Menschen haben inzwischen das Gefühl, dass diese Regierung die Probleme nicht mehr im Griff hat. Und selbst eine ihnen freundlich gesonnene Zeitung wie Die Welt konstatiert, dass die Bundesregierung noch nie so isoliert war in Europa wie gegenwärtig. Und deswegen, ich komme gleich zum Schluss, deswegen, Sie können eben nicht beides haben. Sie können eben nicht beides haben. Eine neoliberale Politik der sozialen Kälte in Europa und ein solidarisches Miteinander. Das geht nicht zusammen. Der Neoliberalismus zerstört anteilnehmendes und mitfühlendes Handeln. Und deswegen, wenn Sie solidarische Lösungen wollen, dann ändern Sie die grundsätzliche Ausrichtung Ihrer Politik. Nur dann hat auch Europa irgendwann vielleicht wieder eine Chance. Das war